Hallihallo zu einem neuen und zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Das Setting für die, vielleicht, die regelmäßig zuschauen, das ist wahrscheinlich ein bisschen anders als sonst. Ich möchte jetzt eben gar nicht so sehr auf den allgemeinen Baufortschritt hier zu eingehen und die Dinge, die sich eben gegenüber dem letzten Mal irgendwie verändert und ja, ergeben haben, sondern ich möchte mich ganz explizit und dediziert einem Thema widmen, nämlich dem Zimmer, dem Thema Badezimmer. Ich befinde mich jetzt hier eben im Badezimmer im zukünftigen. Und dabei möchte ich jetzt auf ein paar Aspekte eingehen, wie zum Beispiel die Beleuchtung und auch dem, vor allem dem Thema Smart Mirror, der sich jetzt hier in so seiner primitiven Form hinter mir befindet, der ja auch Teil eben des Badezimmerkonzeptes, des Beleuchtungskonzeptes auch ist. Und das möchte ich eben hier so ein bisschen jetzt im Detail vorstellen. Warum jetzt das Thema Badezimmer? Nun ja, grundsätzlich gibt es hier im Haus, gerade im Kontext von Smart Home, von Heimautomatisierung, gibt es natürlich vieles zu erzählen, und in jeder Ecke, in jedem Winkel kann man da irgendwie, könnte ich irgendwas zu erzählen, welche Gedanken ich mir dabei gemacht habe, was ich da vielleicht vorgesehen habe oder vorbereitet habe für einen späteren Ausbau. Und ich habe hier sicherlich genug Themen, um mich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigt zu halten. Aber gerade im Bad, da kommt einiges zusammen an Technik auf engen Raum. So ein Bad ist ja in der Regel nicht unendlich groß und man hat da eben im Vergleich zu so einem Wohnzimmer oder so, hat man uns mit einem engen Raum zu tun und dennoch kommt hier einiges an Technik zusammen. Jetzt nicht nur die Elektrik und die Elektronik, was jetzt auch gerade im Smart Home ein bisschen üppiger ausfällt als vielleicht bei einer Standard-Elektroinstallation. Auch beim Thema Beleuchtung kann man sich austoben und insbesondere eben auch hier mit Armaturen und Wasser und so weiter kommt da alles auf engen Raum eben zusammen. Das macht es für mich interessant aus Konzeptsicht und zum anderen aber auch halte ich mich einfach ganz gerne im Badezimmer auf. Nicht nur natürlich jetzt für die typischen irgendwie Zähneputzen und WC-Aspekte, sondern auch zum Baden und zum Duschen. Und auch da möchte man einfach sich wohlfühlen und da kommt dann eben, ja, sind die Anforderungen vielleicht andere als jetzt bei einer einfachen Mietwohnung, wo man dann irgendwie nur eine Lampe an der Decke hat oder sowas. Und so ein Wohlgefühl, das hängt halt auch stark mit der Beleuchtung zusammen. Das trifft natürlich auf alle Räumlichkeiten zu, jetzt nicht nur auf das Badezimmer. Aber in so einem Badezimmer hat man vielleicht auch nochmal von den Szenen her oder von den Abläufen her einfach nochmal andere Ansprüche oder mehr Ansprüche als an einen Standardraum. Da gibt es zum einen vielleicht irgendwelche filigranen Tätigkeiten am Spiegel. Da will man natürlich möglichst viel Licht haben. Dann gibt es hier so eine Badeszene und so weiter, wo man vielleicht einfach nur irgendwie eine nette Stimmung schaffen möchte mit diffusem Licht, aber gar nicht so sehr den Raum ausleuchten möchte, eben in seiner Vollständigkeit. Und dementsprechend gibt es hier einfach so verschiedene Lichtszenen, verschiedene Atmosphären und Eindrücke, die man schaffen kann. Und dem muss man oder dem wollte ich eben gerecht werden. Natürlich sind das immer subjektive Ansprüche und ich habe das jetzt hier auch nur so semi-professionell geplant, indem ich hier einfach die verschiedenen Szenen durchgegangen bin. Ich habe das jetzt auch nicht irgendwie auf dem Computer gerendert und ja, ausprobiert, sondern einfach so ein bisschen der Fantasie im Kopf eben freien Lauf gelassen, in Verbindung mit der Erfahrung, die man halt mit Licht und Beleuchtung und LEDs und so weiter gesammelt hat in seiner Lebenszeit. In unserem Fall befindet sich zentral in diesem Raum eben diese Trennwand. Das ist jetzt hier, die unterteilt einfach den Raum nochmal. Hinter dieser Trennwand befindet sich die Dusche. Da kann man dann hier so ums Eck hineinlaufen. Die wird eben bodentief sein. Da muss man jetzt nicht irgendwie hineinsteigen in die Duschkabine, sondern kann eben einfach hineinlaufen und duschen. Genauso gut kann man dann hier wieder herauslaufen und auf dieser Seite des Tisches, dort befindet sich dann, auf dieser Seite der Wand befindet sich dann später eben der Waschtisch, sowie ein Waschbecken und die Armaturen und so weiter. Hier kann man dann eben sein Gesicht, seine Zähne putzen. Hier oben befindet sich dann der Spiegel, um eben sich selbst auch zu sehen zu können. Und um den Spiegel soll es jetzt im Folgenden gehen, denn an der Stelle möchte ich, das hatte ich in vorangegangenen Videos ja auch schon mal so ein bisschen anskizziert, möchte ich eben einen Smart Mirror bauen. Der Begriff Smart Mirror ist aus meiner Sicht, wie fast alle diese Smart-Begriffe, irgendwie völlig überladen. Das heißt für verschiedene Leute einfach Verschiedenes. Für mich persönlich heißt das einfach, dass man es mit einem halbdurchsichtigen Spiegel zu tun hat. Wenn ich jetzt von dieser Seite in den Spiegel hineinblicke, sehe ich ganz normal mein Spiegelbild, wie bei einem klassischen Spiegel eben auch. Wenn ich aber hinter dem Spiegel einen Bildschirm platziere, dann kann der eben durch den Spiegel hindurch leuchten und projizieren und kann dann eben dort seine Informationen anzeigen. Und mein Spiegelbild wird an der Stelle dann einfach angereichert mit zusätzlichen Informationen. Das können Wetterberichte sein, das können irgendwie Messenger-Nachrichten sein. Theoretisch könnte man da Filme abspielen. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass die Qualität, die Farbwiedergabe und so weiter, das kommt da alles nicht so richtig zur Wirkung. Also das ist wirklich nur dazu gedacht, dass man da an der Stelle so ein bisschen das Spiegelbild mit zusätzlichen Informationen anreichert. Am Ende des Tages ist das natürlich eine reine Spielerei, braucht man nicht. Aber als Spielkind juckt und reizt mich das dann doch, so etwas zu haben und vor allem auch so etwas selber zu bauen. Und das Stichwort bauen ist hier auch genau das Richtige.
Denn so ein Smart Mirror ist am Ende des Tages in den allermeisten Fällen irgendwie so eine individuelle, selbstgebaute Lösung. Es gibt auch ein paar Anbieter, die probieren das eben als Produkt zu vermarkten. Wenn man da in den einschlägigen Webshops und so weiter sucht, kann man da schon Produkte finden. Aber vieles davon basiert dann eben doch wieder auf dem Open Source Projekt, auf Magic Mirror, das man eben auch selbst beziehen kann. Und überhaupt ist das einfach schwierig, so etwas zu vermarkten. Zum einen, weil allein schon die Aussparungen und die Öffnungen, das ist sehr individuell aus meiner Sicht zumindest. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie so ein 0815 Standard IKEA-Spiegel mir hinhängen mit Standardmaßen, der würde jetzt in unserem Fall eben da nicht so richtig hineinpassen. Klar, kann man auch damit leben und könnte man so einplanen, aber für mich soll das eben jetzt hier passt genau in diese Nische eben eingearbeitet werden und ja, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht so sehr recherchiert, aber diejenigen, die ich gesehen habe, die haben da jetzt nicht so unmittelbar gepasst. Zum anderen sind eben auch die Informationen, die dort angezeigt werden sollen, sehr individuell. Auch das muss man quasi persönlich konfigurieren, auf seine eigenen Bedürfnisse, auf seine eigenen Interessen hin. Und da gibt es dann eben auch so Standard-Open-Source-Projekte, die dann so fertige Module haben, die man an die richtige Stelle schieben kann und so weiter. Aber das muss am Ende des Tages irgendwie jeder für sich selbst machen und entscheiden. Und dementsprechend ist das aus meiner Sicht aktuell zumindest noch eine sehr individuelle Lösung. Und ja, man ist da, da ist der Basteltrieb eben gefragt. So, was haben wir jetzt bisher also hier schon geschafft? Und zwar, zum einen sind die Dosen hier jetzt allesamt eingegipst, kann man ja sehen, das alles ist mit einem Leerrohr miteinander verbunden. Das heißt, ich kann hier jetzt eben über das Leerrohr die einzelnen Dosen anfahren, die hier im oberen Bereich sind, insbesondere für die Beleuchtung nachher interessant. Hier links und rechts, das wären vielleicht Steckdosen oder auch Taster mit Display. Wobei nach aktueller Planung werde ich die wahrscheinlich gar nicht benötigen, aber ich möchte sie lieber an der Stelle haben, falls sich das Bedienkonzept irgendwie nicht etablieren sollte, dass man da trotzdem nochmal eingreifen kann. Zum anderen haben wir hier auch nochmal Steckdosen für diese typischen Dinge, die man eben auf dem Waschtisch hier irgendwie hat, mit Zahnbürste, elektrische und irgendwie anderen Dingen, die eben Strom benötigen. Ich hatte das auch ursprünglich schon mal gesagt, hier kommen ja auch Unterschränke hin, die würde ich ganz gern, also ich würde gerne ganz gerne die Steckdosen eigentlich in die Unterschränke integrieren und dort eben möglichst viel verstecken, damit das einfach nicht optisch auch ansprechend aussieht. Aber da muss ich mal sehen, wie gut das klappen wird nachher. Die Unterputzdosen sind vorbereitet. Also ich komme auch von der Kabelführung her kann ich das auch so gestalten, dass ich im Unterputz, im Unterschrank herauskomme. Und das werde ich mir nachher einfach mal ansehen, wenn es wirklich soweit ist und wir beim Thema Waschtisch und Unterschränke eben sind. Ansonsten, und auch das hatte ich in vorangegangenen Videos ja schon gezeigt, haben wir halt diese Nische hier geschaffen. Die war ja ursprünglich mal sehr uneben, einfach weil die Steine natürlich nicht nie gerade abbrechen, wenn man die herausstemmt. Das heißt, man hat es da mit ganz vielen Unebenheiten zu tun. Wir haben jetzt hier das Ganze schon mal so grob vorgeputzt. Dazu hatten wir so einen Holzrahmen eingesetzt, ähnlich jetzt auch zu diesem, den man jetzt hier sehen kann. Einfach damit man da beim Verputzen so eine Orientierung hat. Haben quasi erstmal die Außenkanten verputzt, dann den Rahmen herausgenommen und dann nochmal innen verputzt. Und insgesamt bin ich damit ganz zufrieden. Also klar, das ist jetzt noch nicht der endgültige Putz, da sind ein paar Risse. Das ist nicht hundertprozentig eben, aber das ist jetzt schon mal deutlich besser und eine gute Grundlage für den Verputzer später einfach. In einem nächsten Schritt gilt es jetzt nochmal, diese Nische eben zu verputzen. Also nicht nur den Hintergrund, diesen Untergrund hier, sondern auch die Kanten selbst. Das kann man jetzt hier sehen. Ich habe auch dafür nochmal so einen Holzrahmen hier gebaut und eben montiert. Und auch das würde ich jetzt eben verputzen, sodass man es hier möglichst mit rechtwinkligen Winkeln zu tun hat. Da soll sich der Verputzer nachher auch nochmal drum kümmern und mit seinen Winkeln und so weiter, mit seinen Profilen arbeiten. Aber wenn die Grundlage schon mal gut ist, dann kann das nachher nur besser werden. Und wenn ich jetzt hier alles schief und krumm lasse, dann habe ich etwas Sorge, dass das nachher natürlich auch nicht besonders gut wird, das Resultat. Ansonsten, und das kann man hier jetzt auch ganz gut sehen, gibt es eben drei Leerrohre, die in das Innere des Spiegels führen sollen. Und die sind einfach angedacht, um da später Kabel hinzubekommen in den Spiegel selbst und eben um den mit Spannung zu versorgen, beziehungsweise auch Netzwerk- und datentechnisch, um den Einplatinencomputer, um den Bildschirm eben da anzusteuern. Und des Weiteren ist eben auch angedacht, das Ganze mit einer Heizung auszustatten, einfach damit der Spiegel nicht anläuft, beziehungsweise damit er eben auch so eine angenehme Wärme abstrahlt. Die Leerrohre selbst, die gehen hier eben durch die Wand hindurch. Auf der anderen Seite sind dann entsprechende Fräsungen geschaffen worden, um die nach unten zu führen. Und die kommen dann einfach hier unten heraus. In meinem Fall, und das ist vielleicht ein bisschen speziell bei uns jetzt hier bei dem Bau, da wird es an diversen Stellen eben estrichbündige Bodenkanäle geben. Und die geben mir halt die Möglichkeit, das Ganze hier eben zu verteilen bzw. zu verklemmen. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen,
bezüglich Schutzbereichen im Badezimmer mit mit nassen Bereichen, mit Badewanne und Dusche und so weiter. Aber solange man da jetzt mit Kleinspannungen arbeitet, beziehungsweise das Ganze eben jetzt die entsprechenden Abstände zur Badewanne und so weiter hat, sollte das auch kein Problem sein. Ja, und eigentlich wollte ich schon längst mit diesem Schritt fertig sein, beziehungsweise einfach hier die Kanten schon schön verputzen. Aber aktuell sind so ein bisschen die Temperaturen das Problem. Ich habe hier quasi einen Eimer mit Wasser schon mal vorbereitet und man kann sehen, da drin befindet sich Wasser, aber nicht in flüssiger Form, sondern ein purer Eisklotz hier. Und da ist einfach nicht viel mit verputzen. Wir haben hier aktuell nachts vor allem irgendwie zweistellige Temperaturen im Minusbereich. Und da ist einfach mit Verputzen und mit Wasser nicht so richtig viel gewonnen. So viel also zum Thema aktueller Stand beim Smart Mirror. Wenn diese Nische hier jetzt erst einmal verputzt ist, dann ist eben die Idee, hier ein Metallgestell wahrscheinlich zu montieren. Dieses Metallgestell bietet dann eben die Möglichkeit, auch den Spiegel selbst nochmal hinzukleben oder zu fixieren. Der Spiegel soll dann hier eben so ein bisschen herausschauen aus dieser Nische und auch überstehen. Und dahinter kann man dann eben die Technik verbauen, den Bildschirm, die Heizung und eben auch so einen Einplatinencomputer, der den Bildschirm wiederum ansteuert. Und all das wird eben über diese Leerrohre angefahren. So viel eben zum Thema Technik. Was hier eben dann auch noch angedacht ist, ist die Beleuchtung. Also ich möchte auch diese Nische dann trotz alledem nochmal indirekt beleuchten und eben hier dann irgendwie umlaufend LED-Bänder anbringen. Und die sollen dann eben über diesen Abstand hier zwischen Spiegel und Wand nochmal so ein bisschen indirektes Licht nach außen bringen. Zum einen, um Stimmung zu schaffen und zum anderen, und da bin ich mir nicht sicher, wie gut das letztendlich funktionieren wird, auch um mich auszuleuchten vor dem Spiegel. Falls das nicht klappen sollte, dann ist der Plan B an der Stelle hier ein Lichtsegel zu montieren, daher die Unterputzdosen hier im oberen Bereich. Also es gibt halt solche Lichtsegel, die man dann über dem Spiegel montieren kann, die dann auch das Ganze indirekt nochmal beleuchten, also mich indirekt vor dem Spiegel beleuchten und dann eben nochmal für ordentlich Licht sorgen vor dem Spiegel selbst. Beim Bedienkonzept möchte ich natürlich möglichst viel automatisieren, aber auch das wird nicht so ganz gelingen. Letztendlich kann das System halt auch gar nicht wissen, was ich jetzt hier im Bad vorhabe und machen möchte. Also ich werde hier einen Bewegungs- bzw. einen Präsenzsensor einsetzen. Der weiß dann zumindest mal, dass sich hier jemand im Raum befindet, kann das Licht schon mal einschalten. Ich möchte mit verschiedenen Sektoren arbeiten, sodass ich dann eben auch erkennen kann, wenn jemand duscht oder wenn jemand badet. Aber ob ich jetzt hier eben beim Spiegel Licht brauche oder nicht und wie viel, das kann das System in der Form natürlich nicht wissen. Und daher wird es hier auch einen Taster geben, den möchte ich jetzt eben hier installieren, in der Nähe der Tür. Das wird eben so ein KNX-Taster mit Display werden. Und an dem kann man dann die verschiedenen Modi oder die verschiedenen Szenen irgendwie in irgendeiner Form dann einschalten, umschalten und so weiter. Und da eben nochmal ganz individuell auf seine Bedürfnisse eingehen. Beim Thema Beleuchtung ist es so, dass ich persönlich eben ein sehr großer Fan und Freund bin von LED-Beleuchtungen, eben auch von LED-Beleuchtungen mit einem gewissen Konzept. Also jetzt nicht nur irgendwie ein LED-Leuchtmittel irgendwie aus dem Supermarkt oder Discounter da an die Decke schrauben, sondern eben so ein bisschen mit Konzept, mit LED-Stripes, mit indirekter Beleuchtung und mit so diffusen Lichtquellen einfach, die den Raum zwar aufhellen, aber jetzt nicht irgendwie blenden oder als besonders hell, ja, als einzelne Quelle eben auffallen im Raum. Und weil es hier eben so viele verschiedene Ansprüche gibt, gibt es eben auch viele verschiedene Lichtquellen oder die wird es später geben. Also zum einen natürlich irgendwie eine Beleuchtung an der Decke. Auch da möchte ich jetzt nicht so ganz stupide auf dieses klassische, man macht ein X im Raum, in der Mitte macht man eine Lampe hin. Das kann man natürlich machen. Mein Anspruch ist an der Stelle ein anderer. Ich möchte hier zum einen über Lichtwunden arbeiten, die Dusche vielleicht nochmal mit Spots beleuchten und vor allem aber mit viel indirekter Beleuchtung aus LED-Streifen arbeiten. Also das mit dem Spiegel hier hatte ich ja schon mal erwähnt. Das wird eine Lichtquelle tatsächlich in dem Raum werden. Diesen Unterschrank möchte ich nach unten hin beleuchten, um auch da nochmal so ein bisschen eine Stimmung zu schaffen. Diese Trennwand möchte ich nach oben hin beleuchten, um auch da so Stimmung zu schaffen. Und auch an verschiedenen anderen Stellen, bei der Badewanne, bei der Dusche, beim WC, habe ich mir so den ein oder anderen Gedanken gemacht, habe das auch schon vorbereitet und das zeige ich euch jetzt hier im Folgenden. Fangen wir vielleicht kurz einmal mit der Badewanne an. Und zwar werden wir hier eine freistehende Badewanne später haben. Hier ist auch schon die Armatur vorbereitet, die sich eben im Boden befindet. Daran angeschlossen wird ja, so eine freistehende Armatur eben, die dann, glaube ich, 1 Meter oder so hoch ist, die dann bis hier hochreicht und dann eben so einen Bogen macht in die Badewanne. Damit kann man eben die Badewanne befüllen. Nach unten dann der Abfluss, der dann irgendwo da hinten das Wasser wegführt. Und hier wird es eben eine Nische geben. Also das ist so eine vorgefertigte XPS-Nische, die wir hier
uns beschafft haben, einfach damit man das einfacher hat, damit die Winkel hier wirklich alle rechtwinklig sind und dass das eben eine saubere Geschichte wird, insbesondere wenn man das Ganze befließt, dass das auch eine dichte Angelegenheit wird und man da nicht irgendwo Undichtigkeiten hat, wo das Wasser dann durchkondensiert, diffundiert und was das Wasser eben über die Jahre alles machen kann. Diese Duschnische, die soll tatsächlich auch beleuchtet werden. Da gibt es eben ein Leerrohr, das führt jetzt hier nach oben und an eine andere zentrale Stelle. Und das wird eben von hier, das kann man jetzt im Kamerabild wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber das führt letztendlich hier hinein. Hier wird es ein Aluminiumprofil geben. Das Ganze wird eben ins Fliesenbild mit eingepasst. Und dadurch wird jetzt hier, kann man diese Nische jetzt eben schon mal beleuchten, in Szene setzen. Das wird jetzt keine Beleuchtung sein, die den Raum auffällt, aber man kann hier mit RGB eben Stimmungen schaffen, beim zum Beispiel Baden, beziehungsweise eben die Utensilien, die man hier eben aufstellt, irgendwie in Szene setzen, beleuchten und hat schon mal so ein bisschen eine indirekte Lichtquelle und eben einen Akzent im Raum. Daneben, und das ist aktuell eine Idee, da kann ich sowieso ohnehin noch nicht so wirklich weiterarbeiten, sondern möchte ich hier in die Ecke in irgendeiner Form nochmal eine Lampe oder ein Leuchtmittel in den Boden integrieren. Das kann ich aber erst machen, nachdem die Wände verputzt sind und man halt sich Gedanken um den Fußbodenaufbau machen kann. Denn diese Lampe soll einfach diese freistehende Badewanne auch nochmal beleuchten und in Szene setzen und hier eben in dieser Ecke nochmal für so ein bisschen indirektes Licht, indirekte Farbe an der Wand sorgen. Aber das können wir eben erst später tun, einfach wenn man sich dann, wie gesagt, um den Fußbodenaufbau kümmert und das dann eben in das Fußbodenbild mit integrieren muss. Hier jetzt ein kurzer Blick auf die spätere Ecke, in der sich das WC befinden wird. Da gibt es eben so eine Schamwand. Hier selbst wird das WC nachher montiert, der Spülkasten ist schon da. Das schaut alles hier noch sehr unordentlich aus. Die Leerrohre müssen natürlich noch verräumt werden. Und insbesondere bin ich hier aber noch an ein paar Roharbeiten dran, muss hier noch mit Mörtel und Beton arbeiten und habe das Ganze eben hier bestmöglich schützen wollen, um das vor ganz groben Verunreinigungen einfach zu schützen. Die Idee ist hier aber ganz grundlegend, dass auch hier sich eine Nische sich hier befindet. Und diese Nische ist einfach auch nochmal im Prinzip einfach für reine Deko-Zwecke. Also man kann da dann irgendwas hinstellen und hat dann so ein bisschen Deko. Möglichkeiten, hat aber halt über dieses Leerrohr, ähnlich wie auch schon bei der Badewanne, eben die Möglichkeit, hier einen LED-Streifen anzufahren und kann da eben dann das Ganze irgendwie in Szene setzen und dort eben auch nochmal so ein Highlight im Raum schaffen. Neben diesen beiden Nischen bzw. den Beleuchtungen in den Nischen, also hier einmal bei der Badewanne bzw. über dem WC, ist auch hier nochmal angedacht, die Wand selbst zu beleuchten. Da habe ich eben auch so Aluprofile schon beschafft. Die sollen dann auch mit ins Fliesenbild integriert werden, als Abschlussleisten quasi oben auf den Fliesen. Die würden dann nach oben die Wand anleuchten. Dafür ist jetzt hier auch schon ein bisschen was vorgesehen an Leerrohren. Einmal hier und einmal hier auch auf der anderen Seite. Die müssen eben noch fixiert werden. Das Ganze wird dann verputzt. Das Leerrohr schaut eben heraus und dann kann man da das Aluprofil eben hier an die Wand montieren. Mit den Fliesenarbeiten eben. Und da dann eben auch ein Kabel einziehen, um dann in das Profil selbst wiederum einen LED-Streifen zu kleben. Und der leuchtet dann eben nach oben diese Wand an, um auch hier nochmal so ein bisschen eine Stimmung zu schaffen. Gerade wenn man in den Spiegel guckt und von hinten dann irgendwie eine beleuchtete Wand sieht. Beziehungsweise auch wenn man in der Badewanne liegt, kann man hier schon so ein bisschen schöne eine Lichtstimmung mit Farben schaffen. So, hier die letzte Perspektive ist auch gleichzeitig am schwierigsten darzustellen, im Video zumindest. Das ist hier sehr dunkel, ich muss hier mit zusätzlichem Licht arbeiten, das gibt irgendwie überall Schatten und so weiter. Und das zeigt aber auch die Problematik hier in dieser Duschnische. Man hat es hier einfach mit einer riesen Wand zu tun, das Fenster ist auf der anderen Seite. Aktuell die einzige Lichtquelle im Raum ist auch auf der anderen Seite und das macht es hier einfach sehr finster. Deswegen wird es hier auch noch eine Reihe von weiteren Lichtquellen geben. Zunächst einmal, wie gesagt, ist das hier die Duschnische, da geht man hinein, kann dann hier an dieser Stirnseite eben duschen. Die Armaturen sind schon verbaut, hier kann man eben die Temperatur, den Wasserfluss einstellen, dann kommt das eben entweder da oben oder hier aus so einer Handbrause heraus. Und man kann hier eben auch sehen, dass wir hier eine Duschnische eben eingesetzt haben, wie auch schon die anderen. Hier gibt es interessanterweise zwei Leerrohre, die hier ankommen, und zwar deswegen, weil sich hier auch ein Regal befinden wird später. Auch das wird eben Teil des mit den Fliesenarbeiten später eben gemacht werden, damit das dann einfach hier zwei Nischen im Prinzip gibt. In beiden kann man dann seine Duschutensilien abstellen, hat einfach ein bisschen mehr Stauraum und hat eben aber gleichzeitig die Möglichkeit, beide eben zu beleuchten und eben mit LED-Profilen oder mit LED-Streifen wieder hier Lichtstimmungen und Akzente zu setzen. So, und neben der Duschnische selbst gibt es hier halt auch noch
den Bedarf, das richtig auszuleuchten. Also das hier ist so ein Lichtakzent, den man machen kann, einfach um das irgendwie nochmal in Szene zu setzen. Die eigentliche Beleuchtung muss natürlich entweder über die Decke erfolgen, dass man hier diese Duschnische schön über die Decke eben mit Licht flutet, oder über die Seite. Also in meinem Fall habe ich hier Leerrohre vorbereitet, die auch nochmal fixiert werden müssen, aber es wird hier einfach in einem Abstand von ca. 60 cm Profile geben, Aluprofile, die auch wieder in das Fliesenbild mit eingearbeitet werden und die dann einfach von der Seite her mich nochmal ausleuchten sollen. Und man könnte auch hier wieder schöne Lichtstimmungen und Szenen schaffen über die Lichtfarbe, über die Lichttemperatur. Ich könnte das Ganze sogar abhängig von der Wassertemperatur tatsächlich machen, denn ich habe hier Temperatursensoren vorgesehen, die ich hier an die Leitungen anschließe, und dadurch weiß ich in gewissem Maße immer, welche Temperatur das Wasser gerade hat, und könnte dann eben abhängig davon nicht nur die Anwesenheit erkennen oder die Tatsache, dass jemand duscht, sondern eben auch die Temperatur bestimmen und davon abhängig hier wieder die Beleuchtung steuern zum Beispiel. Und das ist natürlich erstmal eine reine Spielerei, einfach nur so eine Idee, die ich hatte. Ich denke, das wird sich als wenig praktikabel herausstellen, aber zumindest rein von der Sensorik her und von der Ansteuerung der Beleuchtung her wäre das eine Möglichkeit. Und hier in dieser Ecke, also das ist jetzt die Ecke, quasi ich bin jetzt hier in der Dusche, komme aus der Dusche heraus. Hier in dieser Ecke, da möchten wir einen Handtuchheizkörper an die Wand montieren. Das Ganze soll eben elektrisch auch laufen, damit man ihn einfach schön ansteuern kann. Es gibt natürlich auch die Variante, dass man das irgendwie mit an die Hydraulik der Fußbodenheizung hängt. Dann hat man aber das Problem, dass man im Sommer da irgendwie das nicht aufgeheizt bekommt, und im Winter muss man dann halt gucken, ob das gerade offen ist, das Ventil, das Stellventil und so weiter. Also aus meiner Sicht hat das mehr Nachteile als Vorteile. Ohnehin bekommt man da nicht die Temperatur hin, einfach weil man die Vorlauftemperatur nicht mehr hat, wie bei klassischen alten Radiatoren. Da haben wir uns für eine elektrische Heizung hier entschieden, die kann man dann eben ganz bequem ansteuern, kann das abhängig von der Anwesenheit hier im Raum machen, beziehungsweise abhängig davon, ob jemand geduscht hat. Wenn jemand geduscht hat, kann man zum Beispiel für eine halbe Stunde, Stunde den Handtuchheizkörper einschalten, einfach unter der Annahme, dass der dann eben nach dem Duschen auch benutzt wird, dass man dort wieder sein Handtuch aufhängt und dass man das dann einfach schon mal so ein bisschen vortrocknet. Alles Spielereien, muss man mal sehen nachher, was sich da im Alltag dann bewährt, aber grundsätzlich von der Ansteuerung her habe ich die Möglichkeit, weil ich habe hier Steckdosen, ich habe hier Unterputzdosen, ich könnte hier eben den Handtuchheizkörper montieren und das dann über eine feste Verkabelung an der Stelle eben bis in den Technikraum führen, dort über den Schaltaktor und dann eben beliebig ein- und ausschalten. Genau, das waren jetzt hier einfach so ein paar Ideen und Konzepte, die ich mir zum Thema Beleuchtung im Badezimmer gemacht habe. Insgesamt ist halt so ein Beleuchtungskonzept leider nicht ganz einfach oder im Detail wirklich sehr, sehr kompliziert. Gerade wenn man das professionell angehen will und das irgendwie am Computer planen will, das würde sich natürlich anbieten, dann weiß man auch, wo wie viel Licht notwendig wird. Aber gerade das ist eben kompliziert, weil man dann zum einen die Datenblätter der verschiedenen Lichtquellen braucht, wie viel Licht kommt da heraus, in welcher Farbe, in welcher Temperatur, in welchem Winkel, zum anderen auch möglichst viel Information über den Raum, denn dort wird ja das Licht an allen möglichen Stellen gebrochen und reflektiert, und gerade in so einem Badezimmer mit Fliesen ist das unheimlich schwierig und kompliziert, und aus meiner Sicht, also für mich ist das nicht durchführbar, ich weiß nicht, wie das die Profis handhaben, aber ich komme da mit den Versuchen, die ich unternommen habe, auf kein realitätsnahes Ergebnis, denke ich. Und daher habe ich hier einfach so ein bisschen Freiheit mir gelassen, ein bisschen Freiraum gelassen, beziehungsweise ich habe einfach die Möglichkeit, hier an verschiedenen Stellen eben zum Beispiel über diese Unterputzdosen, in dem Fall für das Lichtsiegel, eben dann je nach Bedarf dann auch mal einzuschreiten und eben noch eine zusätzliche Lichtquelle zu installieren. Interessant sind an der Stelle vielleicht auch noch die vielen Leerrohre, die vor allem auch an der Decke sich schon befinden. Da sind die relativ sauber eben schon installiert. Die laufen dann alle zentral hier zusammen und gehen über diesen Deckendurchbruch eben in das Dachgeschoss, und dort gibt es die Möglichkeit, die Kabel, die dann da ankommen, eben weiter zu verteilen und über so einen Steigschacht wieder zurück in den Hausanschlussraum zu führen. Dort wird das Ganze dann eben gesteuert. Die Netzteile und so weiter könnte man entweder zentral im Hausanschlussraum unterbringen oder auch hier relativ nah eben am Dachgeschoss. Und vor allem bekommt hier irgendwie das Ganze unter Strom duschen bekommt hier eine völlig neue Bedeutung, denn man steht hier tatsächlich genau unter dieser Öffnung, wenn man die Dusche bedient, beziehungsweise wenn man halt duscht. Ja, das war es an der Stelle auch tatsächlich schon wieder. Man konnte sehen, einiges ist hier schon passiert. Es ist aber auch noch einiges zu tun, noch vieles zu tun. Und ich muss mich jetzt hier eben an die Sache machen und dranhalten, dass ich hier den Anschluss nicht verliere. Irgendwann soll er dann doch mal verputzt werden. Aktuell ist das eben wegen den Temperaturen nicht möglich, aber das macht es auch für mich schwierig, hier irgendwie so Vorarbeiten zu leisten. Ich muss mich halt jetzt auf
rein mechanische Arbeiten beschränken, die jetzt temperaturunkritisch sind. Aber sobald die Temperaturen etwas besser werden, muss ich hier eben auch noch das eine oder andere Eck ein bisschen vorputzen, verputzen. Auch die Nischen müssen dann nochmal ordentlich abgedichtet werden und nochmal richtig einbetoniert werden. Und es gibt leider nicht nur in diesem Zimmer noch einiges zu tun, sondern auch noch im ganzen Haus. Und dementsprechend mache ich mich da jetzt drüber und wir sehen uns sicherlich in einem der nächsten Videos bald wieder. Bis demnächst, bis dann, ciao!